Da ich ein Freund bin von 5 Wiederholungen, mache ich heute in der Kniebeuge in jedem Satz, sogar in den Arbeitssätzen, nur 5 Wiederholungen. Sehr praktisch, sehr einfach. Ich liebe einfach die 5. Ja, Freunde, 3 Wiederholungen sind mir auch am liebsten, aber die sind heute nicht dabei. Morgen vielleicht im Bankdrücken, muss ich mal auf den Plan schauen, aber 5 Wiederholungen ist immer top. Machst du nicht zu viel, machst du nicht zu wenig, genau optimal und das liebe ich. So sieht der Plan heute aus von mir, Kniebeuge und Sitzsprünge. Nun, da schauen wir mal meine Kniebeuge heute an. Ich habe auf der Hinfahrt zum Training erstmal ordentlich motiviert und noch nebenbei einen Kaffee getrunken, dass ich ein bisschen auf Touren komme. War etwas träge und müde nach der Arbeit geworden. Allerdings hat das dann alles funktioniert und mit 62% habe ich meinen Arbeitssatz begonnen mit meiner Lieblingszahl 5 Wiederholungen. Hier mal einen Seitenanblick von den 70%, ebenfalls 5, da bin ich ja immer recht tief in die Beuge gegangen. Das ist auch sehr wichtig, denn wenn man nur tief beugt, wird man auch kräftig, also halbe Kniebeuge, das ist eher was für den Kindergarten. Ich steigerte dann auf die 77% und hier der Beginn der Kniebeuge. Vorher erstmal kurz Kopfkino vorstellen, wie alles abläuft. Dann raus mit der Hantel, ein Schritt nur und dann geht's kurz in die Konzentration und dann ab in die Beuge. Schön durchgezogen, auch ordentlich gearbeitet, gar nicht groß mit den Füßen irgendwie rumgeeiert, dass nochmal in der Beuge der Stand verändert wird, so geblieben, wie ich rausgegangen bin und dann habe ich die 5 Wiederholungen alle rausgehoben. Ablage und ab zum Springen. Ich habe vorher schon aufgebaut, heute 70 cm hoch, 8x3 die Blocksprünge und danach war mein Training zu Ende. Freunde, morgen geht's mit Bankdrücken weiter. Heute wieder das schwere Bankdrücken in unserem Kraftraum in Erfurt. Ja, ich werde bis 82% hochgehen und dann werde ich stufenweise wieder das Gewicht reduzieren und bei 72% dann das Training im Bankdrücken beenden. Im Anschluss werde ich noch die explosiven Liegestütze dranhängen und dann fahre ich nach Hause. Dies ist mein erster Arbeitssatz, 80% 4 Wiederholungen. Ich bin in der Vorbereitungspause erst einmal mental richtig hochgefahren, das heißt mehrfach Kopfkino auffahren lassen und dann ging es an die Hantel ran. Auch bei den 82%, das war jetzt der schwerste Satz, den ich am Tag hatte auf der Bank. Und man sieht schon, ich musste enorm kämpfen. Hier hat mir auch das Kopfkino geholfen. Und gerade bei der letzten Wiederholung war das ganz entscheidend. Ich hatte Brocken jetzt hinter mir, habe aber es durchgezogen. Das ist erstmal entscheidend, dass ich die 4 Wiederholungen gepackt habe. Und ab jetzt reduziere ich stufenweise das Gewicht herunter und ende dann bei 72%. Mit der 77% ging es erstmal runter, 4 Wiederholungen. Da habe ich noch zu kämpfen gehabt und ich habe in den Pausen immer schluckweise Wasser getrunken, damit ich auch das Riechöl aus dem Mund bekomme, weil das mir ja sehr stark beeinträchtigt hat. Und hier in meinem letzten Satz, da ging es wieder etwas besser, 72%, ebenfalls 4 Wiederholungen. Zum Schluss die Liegestütze explosiv, heute wieder etwas erhöht. Und damit war mein Training beendet. Mir war heute schon vornherein klar, dass auf der Bank heute es schwer zugehen wird, habe aber alles umgesetzt und bin doch recht zufrieden bei dem straffen Plan und konnte auch die explosive Liegestütze ordentlich durchführen. Ja, das Training hat sich wieder mal gelohnt. Ich hoffe, dass dann nächste Woche, wenn ich dann über 90% gehe, ebenfalls gute Resultate kommen. Aber bis dahin habe ich ja noch weit über eine Woche Zeit.